2010 hat PwC das Netzwerk Women in Energy ins Leben gerufen, um die Karrieren weiblicher Führungskräfte in der Energiewirtschaft zu begleiten und zu fördern, jetzt und in der Zukunft. Ziel unseres Netzwerkes ist es, die Position, das berufliche Umfeld und die fachlichen Einflussmöglichkeiten von Frauen in der Energiewirtschaft zu stärken. Frauen der Energiewirtschaft können von der Mitarbeit in unserem Netzwerk vielfältig profitieren. Wir treffen uns regelmäßig auf unseren zweimal im Jahr stattfindenden Women in Energy Events sowie auf allen großen Kongressen der Branche. Dadurch fördern wir das Netzwerken und die Visibilität der Frauen. Sie werden aber auch zum Beispiel durch unser erstes Fachbuch Die Energiewende, der etwas andere Blick bekannt, geschrieben ausschließlich von Autoren unseres Netzwerkes, die in der Energiebranche tätig sind. All dies gibt den Frauen die Möglichkeit, sich meinungsbildend in die Diskussion zu aktuellen Marktthemen einzubringen. Aber auch die Energieindustrie selbst profitiert von unserem weiblichen Branchennetzwerk. Die Branche befindet sich in einem fundamentalen Umbruch. Mit Energiewende, digitaler Transformation, steigendem Wettbewerb, dezentraler Erzeugung und Speicherung will ich nur einige Stichpunkte nennen. Die Branche steht im wahrsten Sinne unter Strom und braucht konstruktive Impulse. Mit ihren integrativen Kompetenzen und innovativen Konzepten und ihrer Intelligenz forcieren die Damen der Branche den erfolgreichen Umbau unseres Energiesystems. Die Digitalisierung ist die wahrscheinlich größte strukturelle Veränderung der letzten Jahrzehnte. Ihr Effekt dürfte für die Industrie mit der Auswirkung des Internets und E-Commerce auf den niedergelassenen Handel vergleichbar sein. Digitalisierung verbindet die physische mit der digitalen Welt, Maschinen, Daten und Menschen. Die mit der Digitalisierung verbundenen Technologien und Möglichkeiten von Big Data, Analytics und künstlicher Intelligenz erlauben es Unternehmen, dem langsamen Produktivitätswachstum und auch dem regulatorischen und wirtschaftlichen Druck in Bezug auf Kosten, Emissionen und technischen Herausforderungen entgegenzuwirken. Für Partner von GE bedeutet dies, dass wir, basierend auf unserer industriellen Expertise, unsere Erfahrung mit digitaler Transformation und in gemeinsamer Arbeit eine Strategie zur Erzeugung relevanter Mehrwerte erarbeiten, die wir mit den Schritten Get Connected, Get Insights und Get Optimized grob umschreiben, verbinden, Einblicke erhalten, Optimierungen umsetzen. Digitale Innovationen erlauben es sowohl konventionellen als auch regenerativen Energieanlagen effizienter zu werden. GE hat dies bereits in zwei Kraftwerken in Deutschland und Frankreich erfolgreich implementiert und diese Kraftwerke damit zu den Weltrekordhaltern für Effizienz gemacht, nicht nur dank großartigem industriellem Engineering, sondern auch dank modernster Softwarelösungen. Digitale Disruption, eine Bedrohung und große Chance zugleich. Innovation ist digital, disruptiv, nah am Kunden, Energie, Führung, Vielfalt. Weiblich. Sei innovativ. Bring Frauen in Führung. Die Energiewende ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. In meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich intensiv mit der Entwicklung von Energiespeichern. Vieles, was wir vor 3 Jahren angenommen haben, gilt heute nicht mehr. Und gerade diese Rasanz der Entwicklung gefällt mir. So ist viel mehr möglich, als wir lange gedacht haben. Die Aufgabe der Energieagentur NRW ist es, unter anderem die Potenziale von Technologien zu identifizieren, dieses Wissen in der entsprechenden Branche abzugleichen und mit politischen Entscheidungsträgern zu diskutieren. Eine solche Netzwerkarbeit findet für mich auch unter den Mitgliedern des Netzwerks Women in Energy statt. Interdisziplinär, sektorübergreifend und hierarchieunabhängig. Genauso wie die Energiewende selbst.